Ja, Servus YouTube. Wollte mal wieder Lebenszeichen von mir geben. Heute machen wir ein kleines Unboxing-Video. Und ich habe ja meine Stromversorgung im Bulli. Musste ich ein bisschen umorganisieren. Warum, weshalb, später mehr. Eine kleine Sache vorab für alle Leute, die meinen, ich habe hier kriegt das hier alle bezahlt. Nein, ist nicht so. Also von hier der rechtliche Hinweis, der von mir vorgestellte Akku, den ich hier gleich zeigen werde, ist von mir selber privat gekauft, wurde nicht irgendwie gesponsert, unterstützt oder wie auch immer. Ich sage auch nicht, das ist das beste Ding ever auf der Welt. Guckt euch das Video an und wenn ihr sagt, ihr braucht auch sowas, ist okay. Und wenn ihr sagt, ist der größte Scheiß, auch okay. Also, gleich geht's weiter. So, ja, meine Box hier, die kennt ihr ja. Nur die ist halt momentan leer. Ah, jetzt. Ja, da liegt noch so ein bisschen Geraffel drin, was hier so irgendwo rumflog. Aber normalerweise war dieses Fach ja komplett voll mit meinen zwei Batterien. Gestartet bin ich in eines der ersten Videos, wie ich meinen Bussel hier umgebaut habe, habe ich die Batterien mal vorgestellt, irgendwie von, ich glaube, von der Firma Adler war das, zweimal 110 Amperestunden und ja, die waren halt hier mit dem Kabel halt so verschaltet, dass ich halt 210 Amperestunden hatte. Die haben jetzt auch lange Zeit gut gehalten, aber wenn ich da jetzt mit unterwegs bin, dann dann habe ich die, wie ich diese Kiste neu gebaut habe, sind die Akkus schon rausgeflogen. Da habe ich dann AGM-Batterien verbaut gehabt. Die hatten zwar von der Kapazität etwas weniger Leistung, aber da war halt das Ding. Ich habe hier in der Ecke den Laderegler sitzen und der lief permanent. Und über die Wintermonate hat er irgendwie meinen Akku leer gezogen. Somit bin ich mit der sogenannten Nennspannung oder mit der eigentlichen Spannung unter einem gewissen Level gefallen und jetzt sind die Akkus kaputt. Ich habe sie versucht zu laden, ich habe sie dann auch mit so einem Ding entladen lassen und nochmal neu laden lassen, aber irgendwie, sobald ich auf 9 Volt komme, schaltet der einfach ab. Wie gesagt, das Ladegerät ist im Endeffekt das gleiche, was hier an der Seite hängt. Jetzt nicht der teuerste, aber der kann so alles Mögliche an Gerätschaften mit 2 Volt Ladung oder 4 Volt, nee, Quatsch, 2 Ampere oder 4 Ampere lädt er. Motorradbatterien, also dann mit 7,2 Volt und dann die Autobatterien bis maximal 14,4 Volt. Wie gesagt, bislang hat das Ding immer sehr gute Dienste geleistet und ja, das dazu. So, jetzt kommen wir zu dem, was da wieder eingebaut werden soll. Das sind übrigens die Klötzkes. Na, komm her. Haut ab. Die hatte mir ein Kollege angefertigt. Da konnte man die Batterie schön mit festmachen und dann einfach im Boden verschrauben. Dann konnten die auch nicht weg. Das hat sehr gut gehalten. Und ja, jetzt liegen hier noch zwei Antennen rum und so ein bisschen Kabelzeug. Naja, und natürlich noch das andere Ende von meinem Ladegerät, da kommt hier raus. Hier liegen noch ein paar Kabel, die nach vorne geführt sind, die aber momentan nicht in Gebrauch sind. Von daher alles gut. Ja, und da ist mein Fach für meine Gaskartuschen. Ja, eine habe ich noch. Muss mal wieder Nachschub her. So, jetzt geht's los. Was für einen Akku habe ich mir gekauft? Ja, da ist das gute Stück. Ich habe mir ein LiFePO 4 Akku zugelegt. Das Ganze mit 100 Amperestunden. Und ja, bin mal gespannt. Er ist jetzt letzte Tage gekommen. War eigentlich soweit ganz gut verpackt, muss man ganz einfach sagen. Der ging, hier war noch so eine Schutzhülle drüber halt. Und dann ist da unten Styropor, dann kam der Akku da press rein, ein Deckel da drauf und dann war das gut verpackt. Gekommen ist der ganze Spaß mit DPD, wie auch damals meine Batterien. Ja, also wie gesagt, was natürlich allgemein bekannt ist bei diesen LiFePO, ist einfach mal Gewichtsvorteil. Ne?
Also der wiegt jetzt, also das ganze Paket war jetzt angegeben mit 12,8 Kilo. Ja, dann 800 Gramm Verpackung oder irgendwie sowas. Also ich sage jetzt mal so roundabout 12 Kilo wird das Ding wiegen. Und ist natürlich, ich sag mal, im Bereich von einer Bleisäurebatterie oder AGM-Batterie weit entfernt. Ja, so, jetzt wollen wir natürlich noch mal gucken. Ich habe den noch nicht geladen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe mich noch nicht so richtig getraut, weil mein Ladegerät, ich mir nicht genau schlüssig bin, kann ich damit überhaupt die Batterien laden? So, jetzt müssen wir da einfach mal gucken, was da abgeht. So, jetzt machen wir mal noch mal kurz einen Spannungstest, mal gucken, wie viel Volt das Ding geliefert wurde. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein ganz einfaches, älteres Messgerät drangeholt, auf Volt eingestellt und aktuell liefert die Batterie 13,18 Volt. Ich glaube, im Moment geht sie ein bisschen nach unten. Ich meine, wie ich das angeschlossen hatte, hat er ein bisschen mehr angezeigt. Aber okay. Ja, ist jetzt erstmal gut, ne? Also laut Bedienungsanleitung soll man die, glaube ich, mindestens alle 6 Wochen sollte man das Ding mal irgendwie an eine Ladung hängen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das genau handeln werden. Ja, wie gesagt, das war's eigentlich auch schon. Wie gesagt, mit dem Verbauen da unten drin, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich mir hier einfach so eine Art Schlaufe basteln. Vielleicht einmal so rum und einmal so rum. Also jetzt mal gucken, dass ich das auch so einmal hier rüber, also quasi dann in der Mitte und einmal von rechts nach links. So ähnlich wie hier der Trageriemen schon ist. Und dann einfach auf dem Boden befestigen, damit er mir nicht durch die Gegend fliegt. Weil er ist vom Material sehr glatt. Ja, wie gesagt, der würde mir sonst da unten einfach durch die Gegend purzeln und fliegen. Da muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Leider hat er hier unten auch nicht so eine Rille, wie man das von den Autobatterien her kennt. Da hätte ich dann meine Klötzkes wieder nutzen können, um den damit zu platzieren und zu fixieren vor allen Dingen. Ja, so, ja, dann komme ich gleich noch mal kurz auf mein Ladegerät zu sprechen. Da werden wahrscheinlich dann auch wieder viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, hier ist nochmal mein Ladegerät. Wie gesagt, ist im Endeffekt das gleiche wie da auch hängt. Ich habe 2 Stück davon. Eins ist hier fest im Auto verbaut. Und ich bin jetzt sicherlich nicht der Batterieexperte. Nur wenn man im Forum guckt, der eine erzählt dir, ja, nee, die Fipo-Batterien, da brauchst du spezielles Ladegerät für. Der nächste erzählt mir, nee, das kannst du halten wie ein Dachdecker, weil die Dinger eine Ladeelektronik verbaut haben. Mein Gerät macht jetzt hier, ich gucke mal, ob ich das hier einigermaßen eingefangen kriege. So, stell scharf. So, wie gesagt, der hat halt 2 Ladungen. Das ist einmal schnell und langsam, einmal mit 2 Ampere und einmal mit 4 Ampere. Die macht er zumindest bei 12 Volt. Gut, er lädt nicht mit 12 Volt. Also der fängt in der Regel fängt das Gerät langsam an. Ich sag mal eben so bei 12, 10, 11 Volt. Irgendwo dazwischen startet er und taktet dann langsam hoch, bis der irgendwann bei 14,4 Volt ist. Da, wenn er bei 14,4 Volt angekommen ist, kann man darauf warten, dass der sagt, Batterie voll. So, was ich jetzt in dem einen oder anderen Forum herausgelesen habe, ist, dass man so eine Li-Fipo-Batterie wohl mit 14,8 oder 15 Volt laden sollte, damit sie auch 100% Kapazität bekommt. Na, würde wahrscheinlich mit dem Ladegerät auch irgendwie funktionieren, würde halt nur wohl sehr viel länger dauern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sich das jetzt genau verhält, aber ihr dürft mir gerne da ein paar Tipps vielleicht gerne auch unter meinem Video schreiben. Und dann können wir ja mal gucken, inwiefern da was funktioniert. Also Fakt ist wohl, benutzen kann ich das. Da geht auch jetzt der Akku nicht von kaputt. Und ja, dann schauen wir einfach mal, inwiefern wir damit klarkommen. Ja, so. Ich glaube, jetzt habe ich zumindest mal alles gezeigt.
So, jetzt gibt's mich nochmal von vorne. Wie gesagt, das ist momentan meine neue Geschichte, wo ich im Sommer mit raus will. Wahrscheinlich dadurch, dass ich jetzt nur den einen Akku an Bord habe, habe ich natürlich da unten in der Kiste auch wieder ein bisschen mehr Stauraum. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Da kann man sicherlich nochmal ein paar Sachen lassen, die man vielleicht nicht so unbedingt immer braucht. Und ja, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet, vielleicht meinen Kanal noch abonniert. Und dann sehen wir uns und hören wir uns hoffentlich bald mal wieder. Hat ja jetzt ein bisschen länger gedauert, wieder bis ein Video online war. Ja, wie gesagt, hier wird es langsam früher. Ich bin ja jetzt hier erste Jahr an der Nordseeküste. Und wisst ihr, woran ihr erkennt, dass hier im Norden, dass der Sommer kommt? Der Regen wird wärmer. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne 73 vom Deckel Wuppi Dirk oder DO3DH.